Moin YouTube, willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute wieder ein Brawlhalla Video. Und nachdem ich das Video selber angeguckt habe, habe ich erkannt, dass das Video eigentlich schlecht ist. Also, auf jeden Fall vielen Dank für die ganzen Aufrufe, aber ich habe halt jetzt gemerkt, also da habe ich Brawlhalla eher neu gezockt und jetzt habe ich es ein bisschen länger gezockt und ich bin auf jeden Fall viel besser geworden. Deswegen wollte ich ein neues Tipps und Tricks Video machen, damit ich euch wirklich gute Tipps geben kann. So Leute, zuerst muss man verstehen, wie Brawlhalla funktioniert. Oben rechts seht ihr mein Leben und die des Gegners, in diesem Fall der Bot. Und unsere beiden Anzeigen sind weiß. Das bedeutet, wir nehmen relativ wenig Rückstoß. Das heißt, wenn ich den Gegner jetzt angreife, fliegt er kaum weit weg. Ist seine Anzeige gelb und die Anzeige geht bis rüber jetzt orange und jetzt ist die Anzeige rot. Und jetzt würde er unnormal viel Rückstoß nehmen. Und ja, das ist auf jeden Fall Punkt Nummer 1, der Rückstoß. Wenn ihr merkt, ihr seid sehr rot und der Gegner ist ungefähr bei gelb, dann versucht ein bisschen defensiver zu spielen, ausweichen und dann irgendwie zurück anzugreifen, weil die Gegner werden gierig. Wenn mein Lebensanzeige jetzt rot ist, wird ein Gegner gierig werden, mir hinterherrennen, ich würde wegrennen und dann unerwartet zurückschlagen. Als nächstes Tipp würde ich euch raten, bei Offline-Play erstmal paar Charaktere auszuprobieren, die euch interessant scheinen. Ihr seht, also links unten bei Bird war. Seht ihr rechts davon seine Waffen? Cassie hier zum Beispiel, meine Main, die mit der ich immer spiele, oder der, ich weiß auch nicht, ob das ein Kerl sein soll, ist Surreal. Hier mit Fäusten und Bogen. Und ja, ihr müsst euch selber zurechtfinden, welchen Charakter ihr am besten spielen könnt. Online. Und online ist auch, Online. sind auch jede Woche 8 Charaktere gratis. Und die rotieren wöchentlich, also könnt ihr eigentlich jede Woche neue Leute ausprobieren. Und wenn ihr dann mal, so wie ich bei Zoriel, wirklich einen Charakter habt, den ihr feiert, mit dem ihr gut umgehen könnt, dann könnt ihr die einfach hier im Store unter Legends kaufen. So, ich würde dann mal sagen, ich gehe eine Online. Runde, ranked. Sorry. Mit Zoriel Level 17. Also, nicht wundern wegen der Elo, ich habe diese Season gar nicht gespielt. Also gar nicht solo ranked gespielt. Gegen Wall, okay. Okay. 3, 2, 1, Also wichtig beim 1 gegen Brawl. 1 ist, die erste Waffe spawnt immer in der Mitte. Die Waffe wird einem immer angezeigt mit Viereck aufzuheben. Das mache ich nicht, weil er dann manchmal auch einfach angreift und dann daneben angreift. Ich heb die Waffen immer mit R1 auf, also mit dem rechten Bumper. So, ich schwitze jetzt mal ein bisschen, das halt ich nicht spiel. Mann, er wäre jetzt so aus. Ich habe hab einfach einen Leichenangriff gemacht. Anstatt den hier. Moment. Mit 1 könnt ihr auch die Waffen werfen und die Gegner ein bisschen abfacken. Mit Bomben. Oh, schade. Mit Bomben könnt ihr auch relativ, also richtig viel Schaden machen. Aber die müsst ihr halt auch treffen. Hier eine Kombo mit dem Bogen. Erik genommen. Andere Waffe sind ja auch die Fäuste. Und unsere Viereckangriffe sind auch gleich. Aber die Kreisangriffe sind anders. Bei jedem Charakter sind die Kreisangriffe anders.
Weil die Viereckangriffe sind bei jeder Waffe gleich. Also was ihr darunter versteht, die Viereckangriffe sind waffenbedingt und die Kreisangriffe charakterbedingt und waffenbedingt. Also mein Bogen hat andere Effekte als meine Fäuste. Das ist zum Beispiel ein Viereckangriff, die Viereck-Kombo, die jeder machen kann, nur die hier. Ah, er ist ausgewichen, aber ja. Los. Ehre gemacht, GG. 3-0. Kann man machen. Kennt euch das. Ja Leute, ich pack mal noch eine Runde hinten ran. Und so Leute, wie seht, je weiter man levelt, also man startet eigentlich so mit einem neuen Charakter und je weiter man levelt, kriegt man solche Attribut-Dinger sozusagen. Ich könnte jetzt einen Angriffsstärke für Geschwindigkeit opfern oder eine normale Geschwindigkeit für Angriffsgeschwindigkeit oder Angriffsgeschwindigkeit für Verteidigung oder Verteidigung für Angriffsstärke. Und jeder Charakter hat auch andere Stats, ist ja selbstverständlich. Und da müsst ihr gucken, was ist euch eigentlich wichtiger. Ich sehe zum Beispiel, ich habe viel Angriff und viel Verteidigung und moderate Geschwindigkeit und Angriffsgeschwindigkeit. Und deshalb, weil mir die Geschwindigkeit nicht so wichtig ist, aber die Angriffsgeschwindigkeit schon, nehme ich immer diesen Perk sozusagen mit. Und das ist auch bei jedem Charakter anders. Also es ist nicht bei jedem Charakter so, dass man Geschwindigkeit für Angriffsgeschwindigkeit opfert. Bei manchen ist es auch Verteidigung für Angriffsgeschwindigkeit, je nachdem. So Leute, ich zeige euch mal nochmal was. 3, 2, 1, Brawl! Also mit R2 dasht man ja. Hier, das hier. Und ihr seht, das ist mein Angriff nach unten, mein Kreis nach unten Angriff. Und wenn ich in der Luftkreis nach unten mache, macht er einen anderen Angriff. Oder mein in der Luftkreis nach rechts ist immer das gleiche, wie wenn man in der Luftkreis nach oben macht. Und auf dem Boden, mein Kreis nach rechts ist das hier. Und wenn ihr das in der Luft einsetzen wollt, dann müsst ihr springen, R2 und ganz schnell den Angriff. Dann verhält sich der Charakter so, als wäre er auf dem Boden, wenn ihr einmal in der Luft R2 drückt, ohne in eine Richtung zu zeigen. So, immer abwarten, dass er mich nicht dort trappen kann. Okay, jetzt hat er gechoked. Guckt, seht ihr, den Angriff hätte ich eigentlich nur auf dem Boden machen können, aber da ich da R2 gesetzt habe, konnte ich ihn auch da machen. Okay. Sie hat sehr viel Range. Deswegen muss ich aufpassen. Na, ich wusste es. Ich konnte nicht mehr springen, leider. So, als Tipp, wenn das Spiel mal laggt, einfach Leave Match und dann könnt ihr auch direkt zurückkehren in die gleiche Runde. Es ist auch hilfreich zu wissen, welche Angriffe der Gegner hat. Dass ihr immer vorbereitet seid, wenn er charge. Dann wisst ihr, was er gleich macht. Okay. So, mit der Combo immer rot schlagen und dann mit Kreis aus der Map rausschlagen. Es gibt viele Charaktere, so wie die hier, also mein Gegner, die so einen Speer haben und dann Helikopter nach unten machen. Es gibt viele Gegner, die dann einfach nur hochspringen und das nach unten spammen. Da mag ich es immer einfach direkt unter ihm zu warten. Und dann kurz bevor er landet, drücke ich einmal. Oh Digga, schon mal. Da drücke ich einmal R2 oder R1 nach R2 oder L2 nach links. Also Dash weg und dann mache ich den hier, fange ich ihn ab. Guckt, das meine ich mit Helikopter. Wenn es das Video euch gefallen hat und wenn euch mein Content allgemein gefällt, ich könnt ihr auf meinem Kanal vorbeischauen. Könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Gönnt euch auf jeden Fall meine Stream-Highlights. Ich werde das Video hier in die Endcard reinpacken. Da habe ich mir viel Mühe gegeben, das sind die Highlights von all meinen Streams, also ich stream auch mit über 53 Followern auf Twitch, schaut da vorbei, lasst ein Follow da, dann seid ihr beim nächsten Mal auch dabei, da zocke ich auch gerne mit euch live. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Video oder im Livestream. Ciao.